und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder ein XXL-Sortiments-Update für euch und wow. Also, ich habe das ja schon für DM gemacht. Es waren so viele DM-Eigenmarken-Neuheiten eben da, dass ich dachte, dieses Mal, in diesem Monat, mache ich jetzt mal nicht nur die regulären Drogerie-Neuheiten, wie ich das sonst immer mache. Übrigens würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, um keine weiteren Videos dieser Art mehr zu verpassen oder alles andere rund um Beauty, Make-up, Drogerie, Drogerie-News, Limited Editions. Ich würde mich mega freuen. Es waren dieses Mal einfach so viele Produkte innerhalb des Sortiments auch als Update, dass ich mich hauptsächlich jetzt auch auf die Eigenmarken konzentriert habe. Falls ihr euch für den DM-Teil interessiert, schaut sehr gerne auch dort vorbei. Heute geht es um Rossmann. Ich habe sehr viele Eigenmarken-Produkte, die jetzt neu sind, als auch eine Eigenmarken-Limited Edition, die noch mit dabei ist. Und habe das Ganze dann eben noch aufgefüllt mit ein paar Produkten, die ich sonst noch gefunden habe, die ich interessant fand. Geschenksets und sowas müssten, glaube ich, auch dabei sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. 50 Neuheiten habe ich für euch herausgesucht und hoffe natürlich auch wie immer als erstes, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Wir starten mit einem spannenden Produkt von Ghoul. Falls ihr das DM-Video gesehen habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass das gerade so ein Ding geworden ist, dass wieder sehr, sehr viele Produkte wie Trockenshampoo, Trockenshampoo-Schaum und sowas einfach jetzt gelauncht werden. Und auch Ghoul hat eben jetzt dieses 30 Sekunden Trockenshampoo-Volumen und Frische. Also ich habe von Ghoul auch schon Shampoos ausprobiert, aber ich weiß gar nicht, ob es jetzt überhaupt schon andere Trockenshampoos von Ghoul gibt oder nicht. Falls ihr eins der Produkte schon getestet haben solltet, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, damit wir alle von dem Schwarmwissen profitieren können. Außerdem habe ich ein neues Parfum gefunden, und zwar ein Eau de Parfum von Michalski Berlin. Ich hatte da schon mal eins in so einer rosé-goldenen Verpackung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber das mochte ich richtig gerne. Das war irgendwann mal in einer Box mit drin. In der Pink Box, glaube ich. Und jetzt habe ich eben dieses hier gefunden. Ich finde es sehr schön und das soll eben sehr warme Noten eben auch beinhalten, und das sind ja auch so gerade Düfte, die ich sehr gerne mag, und ich finde, es passt auch sehr schön in den Winter jetzt hinein. Dann geht es auch schon direkt los mit Isana. Ich habe die Curltastic Scrunch Locken Gel gefunden, gefunden. Für definierte, frisch gebändigte Locken, Sprungkraft, flexibler Halt und natürlicher Glanz. Ich habe zu meinem Mann erst neulich wieder gesagt, immer wenn ich mit meinen Haaren halt gar nichts mache nach dem Duschen, also wenn ich sie nicht zwinge, glatt zu sein danach, dann sind sie halt so wellig und zum Teil halt sogar lockig, und ich weiß, ich müsste mir da einfach mehr Zeit für nehmen. Aber ich trage sie halt so selten offen aufgrund meiner Kopfschmerzen, und es ist mir tatsächlich zu viel Aufwand, meine Locken irgendwie zu pflegen, dafür, dass ich sie dann halt zusammen trage. Da bin ich ganz ehrlich. Oder ich hoffe immer noch sehr, dass die Zeit mal wieder zurückkommt, dass ich irgendwann wieder meine Haare gerne und gut offen tragen kann. Und dafür wäre es dann doch wahrscheinlich sinnvoll, nochmal so ein bisschen was Locken Spezifisches zu machen in der Pflege bei mir. Dann gibt es von Isana jetzt noch dieses Geschenkset Paris Delight. Hier haben wir einen Duschgel enthalten, eine Bodylotion und ein Haar- und Körperspray. Das finde ich auch interessant. Der Duft ist mit zartem Duft nach Pfingstrose und nach weißem Moschus mit Pfingstrosenextrakt. Und ich finde es sehr schön, auch so gerade diese kleinen Geschenksets. Man muss wirklich nicht viel Geld ausgeben, um sowas Süßes dann zu haben. Man kann es natürlich auch immer richtig toll selbst zusammenstellen. Und es gibt von Isana Man jetzt auch noch dieses Geschenkset. Fragrance Boost nennt sich das. Ich habe meinem Mann auch die ganzen neuen Männersachen mal gezeigt. Hier ist so ein Parfüm Body Wash enthalten und ein Parfüm Deodorant. Und diese Parfüm Deodorants findet mein Mann von Isana eigentlich ziemlich gut. Also er hatte schon mehrere. Die haben ihm eigentlich immer ganz gut gefallen. Ist halt kein Antitranspirant, aber so als Duft zusätzlich gebend ist es eigentlich ganz schön. Dann gibt es von Isana jetzt noch diese neuen Badekugeln, Entspannung und Glück tanken. Denke ich mir so, alles klar, rein da. Ja, das Ganze ist mit dem Duft nach Vanille, Himbeere und Orange Vanille, glaube ich. Und ja, sehr schön fruchtig, und diese großen Tüten mit diesen Badekugeln gibt es auch jedes Jahr von Isana, also wirklich bestimmt schon 3 Jahre, glaube ich, und ist halt einfach auch sehr schön, wenn man gerne badet, so wie ich. Außerdem gibt es noch ein weiteres Geschenkset von Isana, das Enjoy the Moment Geschenkset mit einer Cremedusche. Dann haben wir noch eine Bodycreme und eine Kerze. Und ich fand das so cool, dass es eben als Wohlfühlset ein Set wieder mit einer Kerze gibt. Das gab es auch schon von unterschiedlichen Firmen. Und ich finde das eben so schön, weil für mich sind Kerzen auch was ganz Besonderes. Ich habe jeden Tag Kerzen an. Ich brauche das einfach auch. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Und
Ja, das finde ich sehr schön. Und an dieser Stelle machen wir einen kleinen Einschub. Kurzer Einschub für den Sponsor dieses Videos. Ich freue mich riesig, heute wieder mit Talara zusammenarbeiten zu dürfen. Ich glaube, es ist mittlerweile unsere 5. oder unsere 6. Kooperation und ich freue mich immer so sehr, weil ihr wisst, ich liebe die Teile und ich habe jetzt richtig schöne neue Teile für den Übergang von Herbst, Winter. Unterschiedlich dicke Materialien, tolle Trendteile vor allem auch, die aber auch zeitlos sind und ich liebe es. Was genau ich daran so besonders liebe, seht ihr dann gleich, wenn ich euch die einzelnen Teile präsentiere. Aber ich habe auch wie immer einen Rabattcode für euch, den ich euch einmal hier einblenden werde, den ich euch in der Infobox verlinken werde. Ihr könnt richtig toll sparen auf nicht reduzierte Teile mit meinem Rabattcode. Und es geht ja auch gerade wieder groß um das Thema Black Week Sale und alles. Also gibt es auch gratis Geschenke bei Talara und so. Schaut sehr gerne vorbei. Alle Teile aus dem Video werde ich euch auch in der Infobox verlinken. Ich liebe diesen langen Rock und ich muss sagen, das ist etwas, an das ich mich erst noch gewöhnen muss, aber ich habe mich so wohl gefühlt und der Stoff ist richtig dick, also ein tolles Piece jetzt auch für den Herbst-Winter. Super elastisch und ich hätte hier auf jeden Fall noch eine Größe kleiner nehmen können, auch wenn ich sonst auch immer L trage, weil ich es einfach liebe, wenn Kleidungsstücke einfach ein bisschen lockerer geschnitten sind. Dasselbe gilt für diese Hose hier. Ich hätte sie auch in M nehmen können. Auch hier ist der Stoff wirklich toll für Herbst-Winter geeignet. Schön dick und warm und gemütlich und vielfältig auf jeden Fall auch zu kombinieren. Dann haben wir hier noch eine wunderschöne Hose, die ebenfalls in dieser Cord-Optik kommt, genau wie die davor. Wir haben hier eine dunkle Farbe, die mir auch sehr gut gefällt und hier ist der Stoff ein bisschen dünner. Tolle elastische Taille auch hier. Hier schneidet nichts ein. Ist total toll und vor allem dieser Gummizug macht, dass es schön auch eng körperbetont sitzt. Ich hasse es, wenn hinten so eine Lücke entsteht und mit meinem Po sah das auch schön aus, finde ich. Meine Highlights sind die nächsten zwei Teile auf jeden Fall, vor allem dieses hier. Dieses Skort, also ein Rock, der eigentlich eine Short ist, ist mit einer integrierten Hose ausgestattet und ich liebe es. Damit sind wir wetterfest, windfest und vor allem auch, dass niemand drunter gucken kann, fest. Ich finde es so schön. Sie sitzt einfach so toll und ja, schaut einfach mal, wie gemütlich das ist. Es ist einfach so gemütlich. Ich habe mich so wohl gefühlt und man hat sehr, sehr viel Elastizität oben. Das heißt, auch hier hätte ich eine Nummer kleiner nehmen können. Die zweite Skort ist aus einem Cordstoff und ist auf jeden Fall nicht so elastisch wie die davor. Auch hier haben wir eine integrierte Hose. Es ist super gemütlich und natürlich auch hier wieder vielfältig kombinierbar. Ich bin jetzt gespannt, was euer Lieblingsteil aus diesem Video ist. Der blickdichten Röcke, Skorts für den Herbst-Winter mit dem ganzen Wind draußen. Und ich finde es so toll, weil das war meine größte Herausforderung, einfach auch mit meinem Körpertypen ist. Denn ich habe einfach viele Kurven, aber eine schmale Körpermitte. Und deswegen ist es immer für mich schwierig, genau diese Teile in einer Größe zu finden, die mir passt. Meistens ist es oben zu weit und unten zu eng dann oder was auch immer. Und bei Talara habe ich jetzt einfach diese blickdichten, windfesten, tollen Röcke für den Herbst-Winter. Und ich bin ganz, ganz happy. Schreib mal deinen Lieblingsteil auf jeden Fall in die Kommentare. Weiter geht's mit dem Video. Weiter geht's mit Isana und den Badeprodukten, die jetzt neu sind. Als Limited Edition haben wir nämlich auch die Badekugel König der Löwen Simba. Da ist einfach eine kleine Daisy drauf auf der Badekugel. Nein, ich habe mir natürlich nicht nur deswegen überlegt, was ich sie mir vielleicht kaufen möchte. Nein. Dann gibt es diese Anti-Pickle-Patches von Isana jetzt auch. Die nennen sich Stick It, Don't Pick It. Ist vielleicht auch tatsächlich ganz gut dafür. Also die haben so eine Holo-Optik. Und viele Leute neigen ja dazu, an ihren Pickeln herumzukratzen, zu knibbeln oder was auch immer. Dieses Skin-Picking vielleicht auch zu machen. Und da kann es natürlich auch sehr hilfreich sein, einfach so einen Pickle-Patch aufzugeben. Ich habe tatsächlich gar kein Problem damit, dass ich irgendwie an mein Gesicht so gehe. Aber ich habe jetzt Isana Pickle-Patches schon mal ausprobiert und war damit sehr zufrieden aus einer Limited Edition. Jetzt habe ich gerade andere, mit denen ich leider nicht so zufrieden bin. Also kann ich hier leider nichts über die Wirksamkeit sagen. Außerdem war mir passend zu jeder Jahreszeit, die wir irgendwann hinein rutschen auch wieder neue Duschgele von Isana. Und zwar haben wir hier die Creme-Dusche Lovely Sunrise. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil das ist der florale Duft nach Himbeere und Pfingstrose und hat für mich jetzt nicht mit dem Winter zu tun. Und dann ist mir irgendwie wieder eingefallen, gab es nicht letztes Jahr in diesem Dreier-Vierer-Gespann an Duschgelen, die es dann irgendwie im Winter gab, nicht auch irgendwie so eins, was so gar nicht da reingepasst hat? Ich finde, das ist dieses Mal das. Dann gibt es die Creme-Dusche Cozy Dreams und das ist ja total mein Ding. Es riecht einfach nur nach Zimt und Vanille. Das ist total mein Ding. Die Frage ist, wie
was ist das für ein Zimt und was ist das für ein Vanille. Wenn das zu künstlich ist, mag ich das halt nicht. Aber ich hätte schon richtig Lust auf so eine Zimtbombe unter der Dusche. Ich würde es total abfeiern. Also werde ich mir auf jeden Fall holen und auch ausprobieren. Ich denke, bei dem Preis kann man auch mal ein Risiko eingehen. Zur Not als Seife. Dann gibt es die Cremedusche mit orientalischem Duft nach Lilien und Jasmin, die sich nennt Midnight Blossom. Finde ich auch sehr interessant. Und dann haben wir diese witzige Limited Edition mit diesem kleinen Mops. Mops an sich eigentlich gar nicht so lustig, wenn man sich mal mit dieser Rasse auseinandersetzt und mit Zucht generell. Aber diese Limited Edition sieht sehr süß aus. Auf jeden Fall gibt es die Prima Ballerina Limited Edition jetzt mit einem Badesalz. Fruchtigen Duft soll das Ganze haben und zarten Schimmer. Hier ist der kleine Mops mit dem kleinen Ballerina-Tütü drauf. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt, aber irgendwie ist es süß, oder nicht? Es ist auch seltsam, aber es ist auch süß. Dann gibt es hier noch so ein weiteres Geschenkset. Da habe ich meinen Mann gefragt, ob er sich darüber freuen würde, ob er sowas benutzen würde, weil ich das schon sehr krass fand. Denn es sind drei Duschgele enthalten. Einmal mit Ingwer, einmal mit Pfeffer, das fand ich auch, ja, und einmal mit Limette. Das ist natürlich, finde ich super. Aber die anderen beiden, Ingwer, ja doch, One Ginger Morning von Tracklemoon mag ich auch gerne, aber Pfeffer? Ich mag den Duft von Pfeffer nicht. Klar, so als Gewürz irgendwo drin, aber Pfeffer? Pfefferduschgel? Weiß ich jetzt nicht. Pfefferduschgel? Schreibt mir mal eure Meinung zu Pfefferduschgel bitte in die Kommentare. Dann gibt es noch ein weiteres Badekugelset. Wonderful Winter nennt es sich. Und das sieht auch so süß aus. Ne? Das sind diese großen Badebomben, die dann noch so Ornamente oben drauf haben und so. Also die sind mal ganz besonders und natürlich auch sehr groß. Und dementsprechend kann man die manchmal auch richtig gut in der Mitte so durchbrechen oder so ein Stück abbrechen. Manchmal vielleicht auch so mit dem Messer kaputt machen und dann einfach für mehrere Badewannen nehmen. So mache ich das gerne auch mit so großen. Und dann gibt es von Isana Med auch noch eine neue Maske. Und zwar die Urea Fußsockenmaske. Natürlich auch total praktisch jetzt im Winter. Also ich pflege meine Füße auch das ganze Jahr. Ich glaube, das sollte jeder von uns tun. Aber ich merke es jetzt auch, dass meine Haut an meinen Füßen viel trockener ist. Also ich laufe jetzt auch gerade wieder viel mehr als sonst, weil ich wieder noch mehr Bewegung einbaue in meinen Alltag. Aber trotzdem, ich merke wirklich, dass dieses kalte Wetter meine Füße echt beansprucht und für sowas ist es natürlich perfekt. Und dann schaut euch bitte dieses super süße Set noch an. Isana Baby It's Cold Outside mit diesem süßen Duschgelen hier, mit winterlichem Schokoladenduft, winterlichem Bratapfelduft und winterlichem Spekulatiusduft als Duschgel. Also alles, wo ich schreiend davonrenne. Aber wo ich natürlich weiß, dass so viele Leute es einfach lieben und es passt perfekt in diese Jahreszeit und das Packaging ist auch super süß. Außerdem gibt es eben jetzt noch diese Gemeinsam ist es am schönsten Reihe von Isana. Da haben wir unter anderem eben auch eine Cremedusche und die soll nach Haselnuss riechen. Also auch irgendwie sehr süß und nach Haselnüssen, also auch gar nichts für mich. Und aus der Prima Ballerina Reihe haben wir eben auch noch eine Tuchmaske mit Heidelbeerextrakt und rosa Schimmer, die feuchtigkeitsspendend sein soll. Und eben auch noch eine passende Cremedusche mit dem selben Duft. Dann fand ich das hier auch so niedlich einfach, die Get a Sweet Vanilla Hug als Geschenkset. Und zwar haben wir hier ein Duschgel, wir haben eine Tuchmaske und eine Handcreme. Und es soll eben auch nach Vanille riechen, aber nach Vanille und Nuss, soweit ich weiß. Haselnuss auch. Und da bin ich halt leider raus. Aber es sieht schon sehr niedlich aus mit den kleinen Eichhörnchen drauf und so. Ich habe neulich, vor ein paar Tagen bin ich aus der Schmerztherapie rausgekommen. Und dann lief einfach so ein Eichhörnchen da über dem Parkplatz. Und ich weiß, Eichhörnchen sind jetzt um die Jahreszeit nicht unbedingt was Besonderes. Aber ich habe mich so gefreut, ich kam da raus. Und ich sehe so dieses Eichhörnchen, wie ich so... Die hüpfen ja immer so lustig. Die springen ja immer so. Und das sah so süß aus. Ja, das hat meinen Tag gerettet. Es war schön, das anzusehen. Und von Isana gibt es jetzt auch Trocken-Shampoo-Schaum. Also genau wie von Balea, von der Eigenmarke von DM, gibt es das jetzt auch von Rossmann. Und ich habe das jetzt ja erst von Balea ausprobiert, beziehungsweise das ist, glaube ich, gar nicht neu von Balea. Katja hat mir das gegeben und sie meinte, sie hat das schon ewig oft nachgekauft, also kann es nicht neu sein. Aber von Isana ist es jetzt auf jeden Fall neu. Und ich überlege, ob ich das mal gegeneinander antreten lasse. Von dem Balea, ich finde es schon gut, aber ich bin nicht komplett flashed,
muss ich sagen. Dann gibt es auch noch von Isana eine Baderose von Belle von Die Schöne und das Biest. Also auch diese ganzen Disney-Sachen sind auf jeden Fall wieder gut vertreten. Und aus der Gemeinsam ist es am schönsten Reihe haben wir eben auch noch die Cremeseife mit dem passenden Duft. Zudem gibt es Badesalze als Dreier-Set vom König der Löwen. Und wir haben eine richtig niedliche Tuchmaske jetzt auch, die sich nennt I Love You Snow Much. Mit Mandelöl und Kaffeeextrakt mit dieser süßen Maus drauf, die ihren Kaffeebecher in der Hand hält. Und das werde ich mir anschaffen. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ihr wollt mich vielleicht auch gar nicht aufhalten, aber ja, Kaffee mag ich gerne und ich bin gespannt, ob das ein bisschen danach riecht. Dann habe ich noch von Similac wunderschöne Lacke gefunden. Die kann man ja auch bei Rossmann im Aufsteller kaufen oder eben online. Und ich glaube auch bei Rossmann exklusiv. Und ich mag die Similacke UV-Lacke ja sehr gerne und diese Winterfarben jetzt hier fand ich so schön, ich musste sie euch raussuchen. Und es gibt eben auch verschiedene Sets jetzt von Manhattan, wie man das auch zum Beispiel von Ostern und Weihnachten kennt, dass eben immer die Mascara und ein gratis Kajal dabei ist und man dann eben schauen kann, welche dieser Mascaras mag ich am liebsten und bekommt dann halt noch ein gratis Kajal dazu. Die Wet Brush gibt es jetzt in diesem neuen Ombre, Pink Purple Green Coral nennt sich das. Design und ich habe ja selber auch eine und finde es richtig, richtig gut. Und dann habe ich eben noch die Sparkling Lights Limited Edition von Alterra gefunden. Und da haben wir als allererstes Produkt einmal Highlighter Drops mit Bio-Edelweiß-Extrakt. Und es gibt auch eine Lidschattenpalette. Die sieht von den Farben her total passend aus zu diesem ganzen Winter-Wonderland-Thema und so. Und auf der einen Seite würde ich sie gerne ausprobieren, aber auf der anderen Seite habe ich die letzten Male einfach keine guten Erfahrungen gemacht. Und das ist so schade, weil Alterra hat ja mal richtig diese krassen Lidschatten rausgehauen. Wisst ihr noch diese 9er-Paletten von Alterra? Da gab es ja auch solche Töne. Und ich habe Angst, dass die jetzt halt wie die andere Palette ist, nur in schlecht. Deswegen werde ich daran wahrscheinlich vorbeigehen, obwohl mich das Farbschema sehr anspricht. Dann gibt es noch einen schimmernden Blush, der ist so mit so rosa. Ich schätze, der hat bestimmt so einen Goldschimmer, obwohl Silber wahrscheinlich eigentlich besser passen würde zu dieser LE. Dann gibt es noch eine Lippenbutter, auch sehr passend, und einen Mascara-Topper in so einem Silber und einen Eyeliner-Topper in Silber. Und den Eyeliner-Topper kann ich mir vorstellen zu kaufen, weil das ist wahrscheinlich einfach nur so ein semi-transparenter Eyeliner. Und sowas mag ich ja total gerne für meinen Innenwinkel. Ja, Glitzer-Mascara brauche ich sonst erstmal nicht. Und es gibt eben noch Lipgloss in zwei verschiedenen Farben in dieser Limited Edition. Auch so sehr eisig, passt zur Palette. Ich finde die ganze Ellie sieht sehr geschlossen aus. Aber ich glaube, ich werde sie nicht testen. Dann gibt es auch bei Rival de Loop ja auch ein Sortiments-Update. Unter anderem sind da eben Bronzer-Sticks eingezogen, gibt es in zwei verschiedenen Farben. Und was mich auch sehr interessiert, sind diese Smooth Matte Lip Liquids. Und da interessiert mich vor allem die Farbe Ginger. Gibt aber auch ein knalliges Rot und so. Und ich frage mich, ob die so ein bisschen so sind wie die Soft Matte Lip Creams von NYX, weil von denen habe ich ja schon voll auf welche komplett leer gemacht. Lippenprodukte komplett leer machen, finde ich, ist immer schon Zeichen dafür, dass die Sachen wirklich sehr gut sind oder dem eigenen Geschmack sehr entsprechen. Und dann habe ich aber auch noch etwas gefunden, etwas Neues von Maybelline. Und zwar haben die diese Superstay Teddy Tint. Und ich habe mich gefragt, ob die Haltbarkeit haben von den Superstay Liquid Lipsticks, die ja aber auch ein bisschen kleben, aber auch hammermäßig halten und gleichzeitig so samtig sind, wie zum Beispiel so diese Soft Matte Lip Creams, so in diese Richtung. Die Farbauswahl gefällt mir auf jeden Fall gut. Es gibt kühle Töne, es gibt warme Töne, es gibt dunkle Töne, es gibt helle Töne und dieses richtig schöne Teddybraun ruft meinen Namen sehr laut. Ich hoffe jetzt, das Video war informativ und hilfreich für euch. Falls ihr, wie gesagt, bei Halara shoppen wollt, schaut in der Infobox nochmal nach dem Rabattcode und allen Links. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!